Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mond. Wir sind derzeit unterwegs auf diesem Friedhof der alten Könige, die hier begraben sind. Und hier wimmelt es vor Geist-Pokémon. Achso, genau. Das ist während des Kampfes irgendein Pokémon-Symbol anklicken. Dann erfahren wir so super geile Informationen. Leider haben wir hier nicht allzu viel finden können. Jetzt entdecken wir aber plötzlich Team Skull oder scheinbar auch nicht. Punkerin hört sich doch recht abschreckend an. Findest du nicht auch? Bitte nenn mich einfach Punky. Okay. Wir haben ein angeschwächtes Molunk an erster Stelle. Und mal gucken, was Punky uns jetzt so entgegenzusetzen hat. Das sieht aber schon sehr stark nach Team Skull aus. Ich meine, sie trägt das Logo nicht, aber ansonsten so Haarfarbe und Klamottenstil ist doch schon sehr, sehr ähnlich. Okay, Ariados. Wir sind vom Typ Feuergift gegen Käfergift. Da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Vorteil. Ich glaube, Ariados wird den Funkenflug nicht überleben. Dazu sind wir auch vom Level her viel zu weit vorangeschritten. Es überlebt, okay. Wir sollten uns vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns eventuell Gedanken darüber machen sollten, den EP-Teiler denn doch mal auszustellen. Weil sie hat jetzt beispielsweise nur ein Pokémon und wir sind halt 3, 4 Levelchen drüber. Deswegen keine Ahnung, ob wir das machen sollten. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und dann werde ich das demnächst auch umsetzen. Also EP-Teiler anlassen oder auslassen, schreibt's mal rein. Du gehörst wohl eher zu der abweisenden Sorte. Ja, das gehöre ich. Okay, Entschuldigung. Ich musste dich kurz mal auslachen. Nein, wir können ruhig eine Zeit miteinander verbringen. Ich habe da kein Problem mit. So, hat Molunk jetzt Schaden bekommen? Nee, hat einfach nur die Grimasse gefressen. Dann holen wir uns das Item hier. Nehmen Bannsticker. Okay, davon haben wir bestimmt auch schon wieder 17. Weil Bannsticker ist irgendwie so gefühlt das Item, das man am häufigsten findet. Team Skull, ihr gebt jetzt auf der Stelle das gestohlene Pokémon zurück. Na los. Jetzt kommt uns doch hier nicht mit sowas, yo. Ich red mal Klartext mit denen, damit die es checken, yo. Also, yo, Dagro. Wir verhökern die Pokémon ja nicht zum Spaß, yo. Schließlich müssen wir von was leben, kapiert? Aber bitte, wenn ihr es unbedingt zurückhaben wollt, yo, dann nimmt es uns doch im Kampf ab, yo. Flag. Ärmel hochgekrempelt und ran an den Feind. Das würde nun unsere werte Präsidentin sagen. Sie haben leicht reden, Herr Regionalleiter. Schließlich mache ich immer die ganze Arbeit. Aber ich bin nun mal die letzte Bastion der Aether Foundation. Und als solche kann ich mich wohl schlecht in den erstbesten Kampf stürzen, oder? Wir waren doch eben noch woanders, oder? Na egal. Hey, du da! Du kommst gerade recht. Ich überlasse dir die Ehre, die Schergen von Team Skull zu verjagen. Sind es eigentlich... Besteht Team Skull eigentlich nur aus 2 Rüpeln? Glaub schon, oder? Na, bist du bereit für diesen Fight? Yo, ich wurde ja schon bereit geboren, Dagger. Alles klar, dann mal los. Doppelkampf? Oder einfacher Kampf? Weiß ich nicht. Doppelkampf, einfacher Kampf wäre mir auf jeden Fall lieber. Sieht auch definitiv danach aus. Team Skull Rupel fordert dich heraus. Ein Pokémon besitzt er. Und zwar ein Radikal. Ein Alola-Radikal auf Level. Auf Level. Na, was meint ihr? Auf Level. 23. Okay. So, Alola Radikal ist jetzt schon eine ganz andere Number als die Pokémon vorher. Und vor allem als der Wächter von damals. Der Insel... Wie heißen die denn? Wächter? Insel Wächter? Kann sein. Weil da hatten wir ja eine Kampfattacke zur Verfügung. Die haben wir immer noch zur Verfügung, glaube ich. Ne, haben wir, glaube ich, nicht mehr. Wer konnte das denn damals? Keine Ahnung. Haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Molunk ist mir zu riskant vorne, drin zu lassen, weil es eine relativ schwache Verteidigung hat und ein Radikal für die Verhältnisse derzeit schon sehr, sehr reinhauen kann, gerade mit Hyperzahn eben. Und das tut selbst Kasi mit einer Verteidigung von 70 extrem weh. So, jetzt haben wir Zähigkeit noch oben drauf bekommen. Jetzt sollte uns Radikal nichts mehr können und wir haben außerdem eine Kampfattacke, damit ist Radikal dann sowieso Geschichte. Aber erst einmal macht es echt ordentlichen Schaden, ne? Das... Darf man schon nicht unterschätzen, so ein Radikal. Na gut, bye bye auf jeden Fall. Ein Doppelkick reicht schon fast aus. Der zweite ist dann das finale Ende dieses kleinen, süßen Ratten-Pokémons. So. Okay, Erfahrungspunkte aufgeteilt. Skywolf erreicht noch Level 28. Wunderbar. Yo, Bruder, mit dir ist nicht zu spaßen, was, Dagger? Warum sagst du nicht Bro? Warum sagst du Bruder? Hm, was ist da los? Ich glaube, ich spinne. Bist du stark oder ich zu schwach? Die Wahrheit, die tut jedenfalls weh, yo.
Das alle Pokémon brauchen wir eh nicht. Nehmt's und gebt gefälligst Ruhe, okay? Ciao, Daggers. Ciao, ey. Oh, was für eine Erleichterung. Flag. Ich danke dir. Du bist doch auf Inselwanderschaft, oder? Jedenfalls bist du ein großartiger Trainer. Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich würde dir gerne etwas Großartiges zeigen, aber bestehe erst einmal Akalas große Prüfung. Dann werde ich dich vom Hanuhanu Resort aus an einen unglaublich tollen Ort führen. Du hast uns aus der Patsche geholfen. Ich danke dir ganz herzlich für alles. Was für ein Glück, dass du gerade vorbeigekommen bist. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Dankeschön. Ich muss sagen, dass ich die Dame von der Aether Foundation irgendwie mag. Oh, Rudolf hat sich verliebt. So, wo kommen wir jetzt her? Von hier oben. Alles klar. War ein bisschen komisch, dass wir dann von hier so kamen. Aber okay. War vielleicht irgendwie leichter zu animieren oder so. Ich weiß es ja nicht. Okay. Akala Küstenstreifen. Da oben haben wir noch einen Saigar-Teil höchstwahrscheinlich. In Ordnung. Okay, hier haben wir noch Gras. Ach ja, hier gibt es wahrscheinlich dann komplett andere Pokémon wieder drin, ne? Ist ja wieder eine neue Route. Ist ja nicht mehr der Friedhof, sondern der Küstenstreifen. So, wir füllen mal Lena auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier demnächst schon bald eine Art Pokémon-Center wieder kommen wird. Oder zumindest irgendwann hier auf diesem Routenabteil. Und dann lass doch mal ein, zwei Pokémon erscheinen und gucken, was es hier so auf diesem Akala-Küstenstreifen so gibt für Pokémon. Kann es bestimmt das ein oder andere coole geben. Zum Beispiel Nwingal. Ist ein einzigartiges Pokémon, das wir in dieser Edition hier noch nie gesehen haben. Und von daher bin ich da schon dezent geflasht, muss ich sagen. Flasht mich schon ziemlich weg. Aber gut, Wingull. Wir werden sehen, ob du noch einmal auftauchen wirst oder ob du vielleicht irgendwelchen anderen Kameraden den Vortritt lässt. Nee, nicht so. Okay, dann suche ich wieder in aller Ruhe. Bis gleich! Okay, hier ist jetzt ein Alola Radikal aufgetaucht, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht extra zu fangen, oder? Ich kann mir zumindest vorstellen, dass das ziemlich schwer zu fangen sein dürfte. Deswegen fangen wir es jetzt einfach mal nicht. Wir können ja später einfach in Alola Radfratz trainieren und dann haben wir den Eintrag auch, ne? Notfalls so. Ja, ansonsten kam jetzt hier nur Wingull. Ich glaube, ein Pokémon lasse ich mal noch kommen und wenn dann irgendwie nichts Neues erscheint oder so, dann ist das halt so. Dann ist vielleicht Alola Radikal das neue Pokémon, das hier so auftauchen soll. Keine Ahnung. I don't know. So, übrigens, was mir zu Alola Radikal einfällt, wenn man so seinen schönen Rattenschwanz da hinten betrachtet. Wir waren jetzt, es war ja jetzt das Devoisia-Treffen. Und das war sehr cool. Und da waren wir auch unter anderem im Tierpark. Und da waren so richtig, richtig viele Biber. Und ich habe vorher, glaube ich, noch nie Biber gesehen. Geschweige denn so viele Biber auf einem Fleck. Also bestimmt 20... Mindestens. Also können auch mehr gewesen sein. Und richtig kleine Baby-Biber und große und weiße und schwarze und braune und graue und gefleckte und gestreifte. Ja, gestreift glaube ich nicht, aber ihr wisst glaube ich, worauf ich hinaus will. Und das war schon sehr, sehr cool. Und ja, genau. Die hatten eben auch so richtig, also die großen hatten halt so richtig fette Schwänze. Habe ich jetzt extra so betont. Du denkst, du kannst angeln? Na, dann wirf deine Angel aus. Du denkst, du kannst kämpfen? Tja, dann kämpfe gegen mich. Okay, ich werfe meine Angel aus und kämpfe nebenbei gegen dich. Was hältst du davon? Das wäre schon der Overkill-Move des Jahrtausends, oder? Nicht so, Bertrand? Alles klar, dann werde ich jetzt den Stern du wegtägeln, als gäbe es keinen Morgen mehr. Hast du irgendwie einen Wasserball? So einen Tauchball oder so? Oder kam gerade so schöne Wasserblubberblasen raus, als du deinen Stern du gerufen hast? Das fand ich schön. Okay, Giftzahn. Ich hätte ganz gerne den Gift-Kristall. Den fände ich ganz nice. Aua, das tut mächtig weh, dein Blubstrahl. Dabei ist es doch nur ein Blubstrahl, Mann. Okay, Giftzahn hat leider nicht vergiftet. Ist aber okay. Ist in Ordnung. Und nochmal Blubstrahl, okay. Dann kriegen wir nochmal ordentlich Schaden. Wenn er nach einem Starmie oder so kommen sollte, was schon ziemlich extrem wäre, aber ich meine, wir sind auch schon auf Felinara und nach Tara getroffen, dann, ja, dann wird's hart. Dann wird's ziemlich hart. Gyarados. Okay, jetzt vielleicht nicht ganz ein Starmie, aber trotzdem nicht minder gefährlich. Ein Gyarados. Ja, not bad, ne? Also Lucazi, Lena, Skywolf sollten wir nicht benutzen. Deswegen tendiere ich zu Lukas. Der aber auch eher mit physischen Attacken angreift.
Was machen denn die Attacken? Tränendrüse zum Beispiel. Angriff und Spezialangriff, das ist hier das Sinken. Okay. Ja, unser Angriff wird halt geschwächt, ne? Aber gut, dann haben wir wenigstens mal dieses epische Duell der Meere, weil es heißt ja, dass selbst ein Gyarados Angst vor einem Lusardin hat. Zumindest vor einem Lusardin-Schwarm. Und in die Schwarmform werden wir ja gleich wechseln. Und dann werden wir mal schauen, wer hier die Hosen anhat, Gyarados. Fischschwarm von Lukas wirkt und wir haben das Epic Meeresduell. Gyarados gegen Lusardin. Weil irgendwie kommt ja, was die Meere angeht, seit der ersten Generation nichts an Gyarados ran, oder? Nichts kann so viel Respekt erwecken wie ein Gyarados. Jetzt haben wir einen Gegenpart. Und ich denke, wir beginnen einfach mit Siedewasser. Ist zwar jetzt nicht so mega geil, da kommt der Fuchtler und der macht auch gut Schaden, ey. Also macht jetzt nicht so mega viel Schaden, aber dadurch, dass wir, nice, wir bekommen die Verbrennung. Dadurch, dass wir nur so wenig KP haben, ist das natürlich schon grenzwertig. Aber es ist in Ordnung, denn jetzt haben wir Gyarados verbrannt, das war mein Plan. Und jetzt dürfte es uns deutlich weniger KP abziehen und wir gehen daher auf Finte. Mit Bodycheck sollten wir eher weniger angreifen, weil wir damit unsere KP auch noch weiter senken. Was eher unpraktisch wäre, weil wir dann aus der Schwarmform rauskommen. Ich glaube, warte mal, dann sind wir bei 25 KP circa. Ich glaube, dann sind wir noch nicht unter 33%. Ich glaube, ab 33% fällt man aus der Schwarmform wieder zurück in die normale Form. Deswegen agieren wir mit Finte und werden Gyarados dann hoffentlich jetzt besiegen können. Es sei denn, wir switchen zurück. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, oder? Ne, wir bleiben noch in unserer Schwarmform und können Gyarados damit besiegen. Und damit ist eindeutig klar, wer von beiden hier die Hosen im Meeresduell anhat. Ich denke schon, dass das klar ist. Aber Bertrand, nicht schlecht. Wäre schön, wenn der Gedanke an den Sieg allein genügen würde, um zu gewinnen. So langsam werden die Kämpfe echt interessanter. Also Gyarados, Felinara, Nachtara, Ariados. Das ist schon echt nicht so schlecht. Also Ariados ist jetzt nicht mega stark, aber es ist zumindest endentwickelt. Das meine ich im Großen und Ganzen da eigentlich damit. So, wir haben mal Reghost. Dann werden wir auch noch Lukas heilen. Lukas vor allem. Lukas ist wichtig, dass er bei möglichst voller Kraft ist. Und dann holen wir uns das Item hier hinten noch. Ach, das ist eine TM sogar. Sehr nice. Und da hinten können wir was angeln. Blutsauger erhalten wir. Oh, ihr denkt jetzt so, also, Blutsauger als TM? Das macht jetzt bestimmt nicht allzu viel Sinn. Aber Leute, da irrt ihr euch gewaltig. Okay, wir haben eine Perle geangelt. Das ist in Ordnung. Mehr will ich ja auch nicht angeln. Denn Blutsauger ist eine der Attacken, die sich ein bisschen verändert haben von der Stärke her. Blutsauger hatte ja vorher Stärke 20. Jetzt hat es einfach Stärke 80. Ist also eine, ja, physische Gigasauger-Attacke. Ich glaube, Gigasauger ist sogar schwächer mit Stärke 75. Warum Blutsauger dann nochmal 5 Angriffspunkte stärker ist, weiß ich nicht. Aber okay, Lena könnte es lernen. Ist jetzt die Frage, ob sich das lohnt bei dem Angriff. Der ist jetzt nicht allzu gut. Es würde halt zumindest ein bisschen Attackenvielfalt geben, weshalb das, glaube ich, auch nicht so verkehrt wäre. Es könnte sich auch heilen. Ja, Käfer ist sehr effektiv auf. Ja, Psycho, Unlicht, dagegen wäre es halt schon nicht so schlecht. Gegen Pflanzen bringt es jetzt halt nichts, weil da haben wir halt Feuer. Aber wir können es zumindest mal beibringen, würde ich sagen. Lockduft ist jetzt nicht so gut. Dann haben wir jetzt also eine Drachenattacke, eine Feuerattacke, eine Wasserattacke und eine Käferattacke. Das ist eine ganz gute Auswahl, die wir da zur Verfügung haben. Und sobald wir irgendwie eine bessere TM finden, können wir Blutsauger ja wieder verlieren und gehen dann auf eher was Spezielleres, ne? Das ist ja absolut kein Problemchen. So, jetzt haben wir da oben einen Kampftrainer. Da ist Slimer, glaube ich, nicht mehr so die beste Wahl. Und René kommt auch langsam vom Level ran. Ich glaube, wir gehen nochmal auf Lena. Ist ein bisschen risky, gerade gegen Kampf-Pokémon, die ordentlich reinhauen können. Aber unser Gifttyp resistet das, glaube ich, ganz gut. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht. Guten Morgen. Kurz gesagt, moin. Das stimmt nicht, mein Freund. Das stimmt nicht. Weil moin ist nicht die Abkürzung von guten Morgen. Wusste ich lange Zeit auch nicht. Moin ist ja eigentlich nur hallo. Und nicht guten Morgen. Weil moin kommt von nicht von morgen, sondern von irgendwas anderes. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Boah, Hariyama. Hariyama ist schon super, super, super eklig.
Nee, das traue ich mich nicht. Da gehe ich auf Kasi. Das ist ja auch in Ordnung. Das sind, glaube ich, Lena und Kasi sind so die Pokémon, die vom Level her am niedrigsten sind, was was unser Team angeht. Von daher geht das, glaube ich. Abschlag ist jetzt nicht so geil, weil unser Evolut jetzt down geht erstmal, ne? Ich glaube, die kriegen wir aber nach dem Kampf wieder. Hoffe ich. Wäre sonst ziemlich gemein, aber ich glaube schon, dass das so ist. Und dann werden wir erstmal auf Pferdestärke gehen. Ist ja ein sehr schönes Erdbeben. Ein bisschen schwächer, aber zu diesem Zeitpunkt ist es wirklich eine krasse OP-Taktik. Okay, Wirbelwind. Alles klar, erst das Item weggeschlagen und dann gewechselt. Jetzt sind wir wieder auf Lena. Wenn Lena jetzt einen fetten Abschlag abbekommen würde, der selbst Kasi 24 KP abzieht, dürften wir überleben, aber ein Volltreffer dann noch zusätzlich eher nicht so. Deswegen gehe ich zurück auf Kasi, gehe da auf Nummer sicher, hoffe, dass dann Wirbelwind kommt und vielleicht Richtung Bautz geht. Das wäre in Ordnung. Aber es kommt wieder nur der Abschlag, der macht jetzt diesmal ein bisschen weniger Schaden, aber immer noch genug, leider Gottes. Wir waren schneller, ne? Dann werde ich auf Pferdestärke gehen. Sollte ja reichen. Und es ist down. Okay, Alter, Hariyama, das war schon sehr gefährlich. Level 28 für Kasi, wunderbar. Sehr schön. Ein paar Erfahrungswerte, ein paar Pünktchen im Angriff und Verteidigung bekommen, das sehe ich sehr gerne. Und, ja, Kenji ist besiegt. Ich habe verloren, kurz gesagt, Mist. Ja, das könnte man zumindest, so sagen, grundsätzlich. So, haben wir jetzt unseren Evolit noch? Ja, der Evolit ist noch da. Das ist schön, das ist beruhigend, das ist das, was ich sehen wollte. Und glücklicherweise durfte ich es auch sehen. Das ist doch sehr schön. Den Schutz würde ich eigentlich nicht einsetzen, weil ich habe immer noch das Vertrauen, dass hier durchaus das ein oder andere coole Pokémon sein könnte. Aber mal gucken, wo wir es denn entdecken und finden werden. Ich glaube, nach oben geht es tatsächlich weiter, da wo wir hin müssen. Und hier finden wir erstmal einen weiteren Teil des Zygarde-Würfels. Ja, ich weiß, es heißt vielleicht Zygarde. Vielleicht ist es aber auch Zygarde. Man weiß es nicht. Es gibt immer so Leute, die sich auf bestimmte Aussprachen festgenagelt haben und andere dann nicht zulassen. So jemand bin ich nicht, aber Zygarde weiß ich echt nicht, ob es so ausgesprochen wird tatsächlich. Ich weiß, ein Zuschauer hat es behauptet. Und ich glaube, man kann es auch durchaus so aussprechen, aber ich glaube, da gibt es auch durchaus die alternative Möglichkeit, das Zygarde oder so auszusprechen. I don't know. So, gibt es jetzt hier noch irgendwie ein interessantes Pokémon oder? Nee, ne? Hier kommen echt nur beschissene Wingards und hin und wieder mal ein Alola Radikal. Das ist jetzt echt nicht allzu spannend, muss ich sagen. Aber gut. Naja, dann flüchten wir vor dem Wingard und setzen unseren Weg weiter Richtung Norden fort, wo wir dann, denke ich mal, zu dem besagten Felsen kommen werden, wo wir auch, ja, wahrscheinlich zum Inselkönig gelangen werden. Wartet sie hier auf uns? Oh. Nein, wartet sie nicht. Du bist also der, von dem Gladio erzählt hat. Für mich siehst du wie ein ganz gewöhnlicher Junge aus. Ich bin Fran. Ich halte Team Skull zusammen. Ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du ärgerst meine süßen Geschwister, also muss ich dem ein Ende setzen. Ja, ich glaube, es ist gerade nicht so optimal. Ich glaube, wir haben ein geschwächtes Pokémon an erster Stelle. Aber okay, wir haben es mit jemand Größerem von Team Skull zu tun. Und jemandem, der auch dann tatsächlich anders spricht. Skull, Vorstand, Fran. Mit zwei Pokémon. Ich habe ein schlechtes Gefühl, aber es kommt nur ein Golbat. Golbat kann schon mächtig reinhauen, aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. So, Lena, wie sieht's mit deinen KP aus? Sind die voll? Die sind voll. Golbat kann nichts sehr Effektives gegen uns tun. Das ist gut. Dann würde ich zumindest einen Angriff riskieren. Und vielleicht sogar schon den stärksten, den wir haben. Dynamische Maxi-Flamme. Konfusstrahl kommt, okay. Ich habe es erwartet. Was sonst soll von einem Golbat kommen? Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn wir uns angreifen. Hoffen wir, dass wir durchkommen. Nein, kommen wir nicht. Okay, ich glaube aber, unser Z-Kristall ist jetzt schon aufgebraucht, oder? War das so? Nee, könnten wir nochmal einsetzen.
Ist nur die Frage, ob ich das will. Will ich überhaupt angreifen? Die Musik ist irgendwie cool und irgendwie scheiße. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ohne den Sprechgesang zwischendrin wäre es schon ganz geil. Ah, ich weiß nicht. Greifen wir an? Greifen wir nicht an? Golbat mit einem Windschnitt oder sowas oder Luftschnitt. Das könnte wehtun. Das könnte sehr wehtun. Ah, ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher. Und wechsel auf... Wer könnte das ganz gut hier hinbekommen? Kasi eher weniger. Kasi tankt das Ganze wunderbar. Wir wechseln auf Re-Ghost. Schauen wir mal, was das ergeben wird. Aber ich kann es gerade sehr schlecht einschätzen, den Schaden, den Golbat verursachen könnte. Und es kommt tatsächlich der Windschnitt. Und ich glaube echt nicht, dass das wenig Schaden machen würde einem Molunk gegenüber. Deswegen bin ich, glaube ich, ganz froh drüber. Wir werden jetzt mal... Ja, Zed Härtner wollte ich erst machen, aber das wird nicht so viel bringen gegen Windschnitt, weil das ja eher speziell ist. Konfusstrahl kommt. Dafür wäre vielleicht der Zed Härtner ganz gut, um den Schaden vom Selbstangreifen zu vermindern, aber wir kriegen das schon hin. So, Biss kommt erstmal durch. Wie viel ziehen wir ab? Nicht ganz die Hälfte, okay. Dann gehe ich nochmal auf Biss. Und von Golbat kommt wieder der Windschnitt. Windschnitt ist, glaube ich, die schwächere Attacke von beidem. Und hat eine höhere Volltrefferquote dann. Luftschnitt hingegen kann zurückschrecken, meine ich. Aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. So, ich denke, ein Konfusstrahl wird wieder kommen. Kommt es nicht? Oder kommt er nicht? Sondern ein Windschnitt mit Volltreffer, dachte ich schon. Nee, alles gut. Golbat haben wir down. Das ist schon mal viel wert, weil jetzt können wir ja ohnehin wechseln. Das ist schon mal nicht allzu schlecht. Level 29. Okay. Und wir versuchen, Abschlag zu erlernen. Das ist natürlich eine... grundlegende sehr gute Attacke. Aber sie hat Stärke 65, ne? Ist damit auf jeden Fall stärker als Biss mit Stärke 60. Biss kann zwar auch zurückschrecken lassen, aber bei Slimer hat das eh keine Verwendung. Und wenn der Gegner ein Item trägt, dann macht es halt nochmal doppelten Schaden. Das wird nur nicht so oft vorkommen bei CPU-Gegnern. Glaube ich. Vielleicht tragen die ja mal irgendwelche Bären, die nicht auslösen. Aber okay. Als nächstes würde ein Molunk kommen. Molunk würden wir mit Abschlag natürlich easy besiegen können. Aber ich denke, Skywolf könnte da eine ganz gute Wahl sein. Oder Kasi. Ja, wobei Kasi ist speziell nicht so gut aufgestellt. Skywolf auch nicht, aber Skywolf resistet Feuer. Und Giftattacken kann Molunk nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen gehen wir hier einmal auf Skywolf. Und dann wird das alles ganz gut enden, denke ich mal. Hallöchen, Molunk. Ich weiß, dass du nichts aushältst, deswegen wirst du von einem Felsgrab wahrscheinlich schon sterben. Ja, freut mich sehr. Giftwolke kommt, okay. Das kann also doch eine Giftattacke, die zieht allerdings nichts ab. Von daher können wir da, glaube ich, ganz glücklich sein, die Wahl getroffen zu haben, Molunk. Instant down, hat halt keine Verteidigung, die kleine Echse. Auch wenn es ein sehr, sehr schönes Pokémon ist, ein sehr cooles. Gerade vom Design her, von der Typenkombination her, aber naja. Ah, 3120 Poké-Dollar. Dankeschön. Davon kann ich mir ein neues T-Shirt kaufen. Du bist ganz schön stark. Aber wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst, okay? Bye-bye, Fran. Die Hohlschädel von Team Skull wären wir los. Weiter geht's zu den Ruinen des Lebens. Brrst, brrst. Ja, da wird's in der nächsten Folge hingehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Wir werden dann zu den Ruinen gehen und danach kommt noch der Berg, oder wie? Interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. Ja, ich heile unsere Pokémon und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt, wie gesagt, gerne rein, ob wir den EP-Taler jetzt noch weiter anhaben sollen, ob wir ihn ausmachen sollen. Oder was mir auch noch als Idee kam, dass wir vielleicht von Wechsel, also wir können ja momentan immer, wenn ein Pokémon besiegt wurde, wechseln und neu einwechseln. Ob wir da vielleicht auch Folge stellen wollen, taktisch, um die Nuzlocke ein bisschen schwieriger zu gestalten. Denn im Moment ist sie ja eher noch relativ einfach. Das könnt ihr sehr, sehr gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Und dann können wir das Let's Play hier vielleicht noch ein bisschen spannender gestalten. Ja, ich muss dich, glaube ich, erstmal anticken, ne? Damit du dich umdrehst, damit ich ein anderes Pokémon auswählen kann. Ja, du freust dich, mein Kleines. Es ist ja schon super süß gemacht, ne? Aber für mich ist es halt eher nix. Wen wollte ich haben? Dich hier. Du bist nämlich momentan vergiftet. Demzufolge
werde ich dich mal ein bisschen streicheln, hier mit diesem Wattepad. So, ich hoffe, das hilft auch gegen Vergiftung, gegen Paralyse, hat es zumindest geholfen. Wäre sehr angenehm, wenn das helfen würde. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Vergiftung ist geheilt. Und Wolverock freut sich sehr. Und das soll es auch gewesen sein. Du kriegst keine Pokebohne, das tut mir sehr leid. Ab in deinen Pokéball zurück. Und ihr, ab zurück in euer Alltagsleben. Denn Pokémon ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.